Weißt du, woran eine Partnerschaft und eine Ehe wirklich kaputt gehen kann? Wenn man keine Zeit mehr füreinander hat. Wenn man keine Zeit mehr hat, richtig zuzuhören. Wenn man keine Zeit mehr hat, Stunden mit dem anderen zu verbringen. Wenn Arbeiten und Karriere wichtiger geworden sind als die Partnerschaft. Und da kann man sich ganz schnell auseinanderleben. Bei Jesus ist es genau das Gleiche. Wir lernen Jesus kennen. Sind Feuer und Flamme und voller Hingabe. Doch dann irgendwann sind wir im Alltag so beschäftigt, ackern hier und da, unermüdlich und haben einfach keine Zeit mehr. Keine Zeit mehr für Gebet, keine Zeit für gemeinsame Stunden mit Jesus, keine Zeit zum Bibellesen, keine Zeit für sein Wort, einfach keine Zeit mehr. Wann soll ich das denn auch noch machen? Aber weißt du, selbst wenn wir ein christliches Seminar nach dem anderen besuchen, oder verlässlich von Gottesdienst zu Gottesdienst und ein Werk nach dem anderen in unserer Gemeinde tun, kann das Feuer für Jesus trotzdem erloschen sein. Wir drehen uns so um uns selbst. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und unsere Liebe für Jesus rückt immer weiter weg. Jesus rückt so weit weg. Wenn eine Partnerschaft oder Ehe funktionieren soll, dann muss man sich auch Zeit füreinander nehmen. Muss man auch da sein für den anderen. Und Werke nützen da gar nichts. Ja, selbst wenn es Werke für mich sind. Mein Mann immer weg ist, weil er mir ein schönes, großes Haus bauen möchte. Nur für mich wird er das ja tun. Aber ich würde ihn deshalb nicht mehr sehen, weil er ständig auf der Baustelle ist, sich um alles kümmert, nur nicht um mich. Hätte ich keine Freude an diesem Haus. Ich will doch Zeit mit ihm verbringen. Jesus hat auch Sehnsucht nach mehr Zeit mit uns. Er wünscht sich so sehr Hingabe von uns, Stunden mit uns. Er hat Sehnsucht nach echten Anbetern, nach Lobpreis, nach tiefer Liebe für ihn. Das ist ihm wichtiger als alle Werke und Leistungen, die wir tun im Reich Gottes, wenn da doch die Zeit mit Jesus fehlt und diese tiefe Liebe. Und ich wünsche mir das, dass das einfach wieder neu entfacht wird durch dieses Video. Heiliger Geist, dass du mächtig kommst, dass du wehst hier durch dieses Video, dass du uns allen aufzeigst, wo wir weggekommen sind von Jesus, wo wir uns in unserem Hamsterrad drehen und wo wir schleunigst aussteigen müssen, damit wir wieder Blick auf dich bekommen, Jesus. In deine Herrlichkeit wollen wir schauen. Zeit mit dir verbringen, Jesus. Voll mit dir werden. Halleluja, ich wünsche mir, dass das geschieht durch dieses Video. Das wünsche ich mir für dich und auch für mich. Sei mächtig gesegnet in Jesu Namen. Amen. Vielleicht können dir ja auch unsere Mitschnitte von unseren Heilungs- und Anbetungsabenden von Gott erlebt helfen, wieder näher zu Jesus zu rücken. Du findest inzwischen über 70 Predigten auf dem Kanal. Die kannst du dir kostenlos dort anhören. Auf unserem Netzwerk C-Kanal gibt es auch noch mehr Videos zu allen möglichen Glaubensthemen. Inzwischen über 300. Aber als ein freies, kirchen- und gemeindeunabhängiges Werk sind wir auf deine finanzielle Unterstützung angewiesen. Wir danken dir daher vielmals für eine Spende. Sei mächtig gesegnet dafür.